So Leute, da sind wir wieder bei The Legend of Zelda, Majora's Mask, mit mir, Sefi und Jutes. Hi. Hier bei Vegas Kuckuck. Hi. Meh. Also hoch. Ich bin doch nur ein kleines Kind. Wie ein kleines Deko. Ein kleines Dekolinchenkind. Hörst du stimmt, dass er bei den Treppen runter langsamer geht? Naja, nee, tun wir uns schon mal. Dann ist es dann so leer. Weiß nicht, ich finde es mal furchtbar, wenn die CSD-Knöpfe nicht belegt sind. Null. Und so viel Zeit muss ja. Die haben wir nicht! Nein, doch. Aber wie gesagt, wir liegen momentan auch ganz gut in der Zeit. Oh, wahrscheinlich warten wir so. Also, dass ich das erstmal durchbeschweren muss, die sogar warten müssen, sie sind der dritte Tag da. Ja. Gut, jetzt wissen wir also, wo sich das Horrorkind herumtreibt. Lass uns in der Nähe des Uhrturms suchen. Vielleicht können wir so etwas in Erfahrung bringen. Oh nein, die Zeit wird knapp. Bla bla, 3 Tage. Bla. Wir bleiben nicht mal mehr 3 Tage. Was? Fische, Fische, da schwimmen Fische. Lernen wir Uhr, die Uhr. Die Uhr ist cool. Ja, aber die ist auch ziemlich leicht zu lesen. Wobei es hier, glaube ich, gar keine Sekunden gibt und das sind die eigentlich die Minuten, die hier verfliegen. Mm. Also der rote, das ist voll. So, dann ist 1 Stunde vergangen. Ja. Und dann dreht sich halt auch einmal das in der Mitte. Die ist cool. Finde ich aber auch sehr cool, dass sie sich Sorgen um Uhren hier gemacht haben. Mm. Ich meine, die hätten hier auch einfach normale Uhren dran klatschen können. So eine Digitaluhr. Was? Finde ich sehr nice. Meine Kiste. Attacke! Nimmsche. Wunderschön. Vor allem jetzt finde ich auch cool, dass hier wirklich jeder Bewohner so seinen eigenen Tagesablauf hat. Ja, der Hund! Gebraucht. Ja. Warte, warte, einen Moment noch! Was? Du warst eben aber noch nicht da! Schwer hier. Scheiße. So. Dies ist Privateigentum. Versuchen. Sie hört wie so ein Französisch. Versuche nie, stehen hier in meiner Abwesenheit irgendwelchen Unglück zu treiben. Obwohl der Karneval noch gar nicht begonnen hat, ist bereits mein ganzer Lager ausverkauft. Vielleicht schließe ich den Laden und kümmere mich um ein Geschenk für meine Frau. Ich hörte von einem Stern, den man Mundrennen nennt. Sein ganzer Glanz soll strahlender sein als Sternstaub im nächtlichen Himmel. Wenn du einen solchen Stein hast, würde ich ihn dir gerne abkaufen. Meine Frau würde sich bestimmt freuen. Als Gegenleistung biete ich dir meinen Platz hier an, inklusive Deckblume. Ja. Oh, dieser Stein, du musst ihn mir geben. Ich biete dir sogar an meinen Platz an, habe ich doch gerade schon gesagt. Inklusive Deckblume. Na, wie wär's? Ba, 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 ba. Du hast die Mondrinne gegen eine Landurkunde eingetauscht. Oh, ich danke dir. Ich habe das perfekte Souvenir für meine Frau. Es ist lange her, dass ich ihre Augen am Glanz eines so kostbaren Juwels erfreut durfte. Die Urkunde für diesen Platz sollte für alle Dekos hoch im Kurs stehen, aber das weißt du sicherlich schon. Wenn du sie nicht brauchst, kannst du sie jederzeit verkaufen. Au revoir. Welcher Wein sagt mehr? So ein Drecksjob. Ich hätte Anwalt werden sollen. Ich hätte Anwalt werden sollen. Das wollen wir doch alle. So. Nee. Einmal abtauchen. Abtauchen in die unendlichen Weiten der Dekoblume. Okay. Ich sehe ein Herzteil.
Du hast ein Herzteil gefunden. Sammle 4 Herzteile, um einen neuen Herzcontainer zu erhalten. Jeder neue Herzcontainer erhöht deine Energieleiste. So. Die Tür zum Urturm öffnet sich nur einmal im Jahr, und zwar um Mitternacht am Vorabend des Karnevals. Ja, das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ja. Ich weiß auch schon genau, wie ich die verklempern möchte. Sind wir alle gespannt. Ich hoffe, es geht schon. Einmal voll in die falsche Richtung gedreht. Uah. Hat doch gar nicht gut. Wir brechen jetzt ins Hotel ein. Aha, wir sind so evil. Diese evil Dekobaum. Was ist hier? Ah, ist eine Toilette? Wie ist das denn? Wir sind mit Zeitung gespawnt. Hallo? Papier, bitte! Bitteschön? Yay! I like it. Oh, du hast mich gerettet. Das hier ist... das ist hier reingeplumpst. Ich gebe es dir. Erhalten Kacke. Kacke! Du hast ein Herzteil gefunden. Wer scheißt ein Herzteil aus? Du hast bereits 2 Teile eingesammelt. Fülle 2 weitere, um deine Energieleiste zu erweitern. Eine berechtigte Frage. Vor allem, hier liegt doch Papier. Ja, komm, Flanny an. Ja. Ernst, wie creepy war das denn? Vor schon so... Nee, ich sag's nicht. Was ist, du sitzt auf dem Klo und dir kraut jemand den Hintern. Ja! Das ist wirklich sehr unheimlich. Oh Gott. Ja, was willst du schon wieder? Ach, das habe ich ja vorhin schon. Die Tür öffnet sich, bla bla bla. Wir haben jetzt also noch jede Menge Zeit. Wir haben noch nicht mal den zweiten Tag. Also müssen wir uns so noch irgendwie beschäftigen. Ich hoffe, wir finden genug Möglichkeiten. Dann sammeln wir einfach ein paar Rubinchen. Und zeigen euch die Stadt. Und zeigen euch die Stadt, ja. Immerhin liegt die im Zentrum der Welt. Das ist quasi die Hauptstadt. Ach, der Kerl. Sorry. Alles noch gut? Ja. Sehr gut. Würde mich jedenfalls sehr wundern. Keine Ahnung. Komm. Schnell weg hier. Der sah uns nicht mal kommen. Hallo, kleiner Mann. Möchtest du deine Rubine deponieren? Heutzutage wollen die Leute ihre Ersparnis einfach nicht mehr einzahlen. Nichts mehr echt! Als besonderer Anreiz offeriere ich dir eine spezielle Prämie, je nachdem, wie viel du einzahlst. Wenn du zum Beispiel 200 Rubine ersparst, gebe ich dir etwas, womit du noch mehr Rubine bei dir tragen kannst. Also, okay. Wunderbar. Nun. Wie viel Rubine? Wie viel? Wirklich? Du wirst also 37 Rubine einzahlen? Ja, verdammt. Ernsthaft? Das ist eine Menge. So, Junge, wie lautet dein Name? Pupsgesicht. Link war der Name, also. So, das war's. Deine Ersparnisse sind bei mir in guten Händen. Lass mich dich noch rasch mit einer Spezialtinte kennzeichnen. Flatsch! Keine Angst, die Tinte ist unsichtbar und es tut auch nicht weh. So. Das war's auch schon. Von jetzt an möchte ich immer wieder erkennen. Macht das Sinn? Nein! So, ein kleiner Mann, dein Kontostand beträgt jetzt 37 Minuten. Komm zurück und ein paar Reichtümer angesammelt. So, sind die schon mal sicher. Bäh, hab ich mich erschrocken. Und tanzen. Ja, mal den Arm hoch und in die Hand reinbeißen. Hand zur Seite und Hand reinbeißen. Und wieder so und Hand reinbeißen. Ja. Das wollten wir schon immer mal wissen. Aha. Das Herzteil können wir uns leider noch nicht holen.
Oh. Wir sind leider zu klein dafür. Oh. Oder auch nicht. Ja, aber da kommen wir jetzt bestimmt nicht hin. Nein. So gibt es ja eigentlich überall wandelnde Büsche. Die kann man, die sind noch wichtig, wenn man eine besondere Maske hat. Hier wird alles über Masken geregelt. Hey Mann, du kriegst Strafzettel. Ich hab Maske aus Scheiße. Ja. Das ist quasi so wie die Maske bei Brauchbefall. Moment, kann ich hier noch rein? Oh. Ich kann ja ein bisschen die Zeit vorspulen. Ich dachte, du brauchst eine Flöte. Ich kann alle schon vergessen. Ich habe meine Connections. Ah. So, das geht noch. Doch, einer. Meh. Und zum zweiten Mal brechen wir in den Gasthof ein. Hallo. Oh, Totos, du kommst zu spät. Morgen wird's wie früher aus den Federn. Ich höre dir morgen wieder eine Geschichte von. Aber Oma, gleich ist doch morgen. In ein paar Sekunden, das Bild wird schon noch mit. Ich werde aber kleiner. Ach, das ist dort auch interessant. Jute, ich werde kleiner. Du was? Dämmerung des zweiten Tages. Es verbleiben 48 Stunden. Ein Buch. Auf einem Papptisch. So, du alte Schabracke, liest du mir jetzt was vor? Wir kämpfen. Oh, Tortus, hast du deinem Vater geholfen? Dann lass mich dir eine Geschichte vorlesen. Welche Geschichte möchtest du hören? Ich gehe wieder. Die vier Giganten also. Die Geschichte ist zwar ein wenig lang, aber sehr interessant. Also pass gut auf. Die vier Giganten. Diese Geschichte stammt aus einer Zeit, als die vier Völker noch vereint waren. Zu dieser Zeit lebten alle Wesen zusammen und die vier Giganten lebten unter ihnen. Am Tag des Festes zur Feier der reichen Ernte sprachen die Giganten zu den Leuten. Wir werden uns nun schlafen und euch schlafend bewachen. 100 Schritte im Norden, 100 Schritte im Süden, 100 Schritte im Osten, 100 Schritte im Westen. Wenn ihr in Not seid, dann ruft uns mit lauter Stimme und tut uns ein Begehren kund, wie der Sturm hält uns gefangen oder der Ozean will uns verschlingen, weil Rufe werden uns ereilen. Was? Oh, du bist wach. Ich glaube, das war ein Weg zu viel. Aber gib nicht auf, versuche später mal wieder. Was? Oh, wir sind ja schon beim letzten Tag. Schauen wir doch mal an, wie sich die Welt draußen verändert hat. Finde ich aber schön, dass sie hier eine Möglichkeit eingebaut haben, dass man ohne Ocarina die Zeit vorspulen kann. Mhm. Lasst mich durch, ich bin Arzt. Deku-Arzt. Aha, das Kind ist immer noch da, die Soldaten auch noch da, die Kiste ist wieder da. Und ja, die Musik ist schneller geworden. Hm. Der ist gewachsen. Und er ist näher dran. Bedrohlich. Der da ist, ich bin schon längst abgehauen. Ja, so. Sie gehört das. Bunt. Du verdammter Hund. Ja, und? Da bist du. Da. Hier oben kriegt er mich nie. Ab gehst du weg! Du hast das Brett voll geschmollert. Ja, was ist denn hier los? Jeez. Ich werde mich wehren! Gehst du von mir? Aua! Nee, ich soll ihn geben. Nee. Der Bodenplatte. Weil der Mond näher kommt. Ja. Was eigentlich sehr sinnlos ist. Ja. Auf Hund. Ich sollte mal in anderen Plätzen rumstehen. Suchen.
meine, wenn der Mond schon tatsächlich so weit wäre, dass er bei uns in die Unlochbahn eindringen würde. Mhm. Was für Katastrophen würden vorher kommen, wenn sich der Mond verschiebt? Ja, sehr viele. Ich glaube, es wäre scheißegal, ob man nochmal 3 Tage... Oh, verdammt, ich komme. Dann kommst du halt da an. Nein! Oh. Loser! Nein. Ja, das trifft's. Ja, Hund! Ausweichattacke! Und sonst so? Ja, machen wir haben ja noch jede Menge Zeit. Ich würde mich auf die Bank setzen. Wenn ich mich setzen könnte. Ich stelle mich auf die Bank. Ah, ist das schön hier. Einfach mal auf der Bank sitzen. In den Himmel gucken. Ist ja irgendwie ungewöhnlich grün. Mhm. Naja. Welche Farbe sollte der Himmel auch haben, wenn der Mond auf die Erde stürzt? Tja. Schwarz. Pasta. Von 9 bis 15 Uhr geöffnet. Warte, warte, warte. Nicht so schnell. Ich hatte einen Zahn drauf. Nicht so schnell, Herr Postbote! Ich habe noch einen wichtigen Brief! Wo? Ist er? Gut, dass ich ihn noch nicht einigermaßen kenne. Katsching! Hey! Hey! Na, ich werde gestalkt. Da bist du ja endlich. Hä? Nicht so schnell! Ich kann doch nicht so schnell! Wir müssen den cutten. Aber erstmal muss ich ihn zu Ende verfolgen. Ich verliere ihn sonst. Wobei das jetzt für mich wirklich das Interessanteste an dem ganzen Let's Play sein sollte, den Postboten zu verfolgen. Ja. Keine Sorge, Leute, es wird noch spannender. Ja. Uah. Alter! Hat der irgendwas genommen? Naja, ist nicht, bestimmt nicht umsonst der Postbote. Jetzt können wir cutten. Gut. In dem Sinne verabschieden wir uns. Hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn wir auf den Turm klettern und das Horror-Kit mal gründlich die Visage polieren. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss!